herzlich willkommen. Wir sind immer noch in der Ausstellung Neue Schätze im MKDW und an dieser Stelle möchte ich Ihnen gerne ein ganz besonderes Projekt vorstellen. Denn von nun an ist es Ihnen möglich, die Werke dieser Ausstellung online zu erkunden oder aber einen weiteren virtuellen Streifzug durch unsere Sammlung anzutreten. Und wie das genau funktionieren soll, das möchte ich Ihnen gerne an einem Beispiel zeigen. Wir stehen jetzt hier in Saal 2 der Ausstellung Neue Schätze im MKDW und hier zeigen wir im Moment unter anderem Werke von dem bedeutenden Maler Max Liebermann, die in den letzten Jahren bei uns in die Sammlung gekommen sind. Und nehmen wir einmal an, Sie interessieren sich jetzt für das Werk, das Sie hier neben mir sehen, Dünen mit Bauern und grasenden Ziegen von 1895. Und Sie interessieren sich deshalb, weil Sie es vielleicht nicht geschafft haben, uns hier vor Ort zu besuchen, weil Sie nicht auf die Insel kommen konnten. Oder Sie haben es vielleicht in unserer virtuellen Simulation MKDW 3D erspäht. Oder aber Sie waren hier zu besuchen und möchten einfach mehr darüber wissen. Dann können Sie unseren neuen Bereich Sammlung online besuchen, den Sie ganz regulär über unsere Sammlungswebsite aufrufen können. Und hier erfahren Sie mehr über die Kunstwerke im Einzelnen. Sammlung Online ist ein Katalog, in dem Sie frei suchen können. Wir haben aber für Sie auch schon mal die Werke der jetzigen Ausstellung gebündelt, hier unter Neue Schätze. Und hier finden Sie dann auch das Werk von Max Liebermann, Jäger mit Dünen und grasenden Ziegen. Ich klicke das mal an. Da sehen Sie, Sie haben eine Bilddatei. Und ich zeige Ihnen, was Sie jetzt alles über das Werk erfahren können, wenn Sie jetzt hier online einmal nachschauen. Sie haben natürlich die wichtigsten Werkdaten, wie den Bildtitel, das Entstehungsjahr oder aber auch die Größe und hier auch einen ganz, ganz hilfreichen Maßstab zum Größenverhältnis, wie ich finde. Sie können schauen, ob das Werk signiert oder datiert ist und Sie haben sogar Informationen, die Sie jetzt hier, wenn Sie in der Ausstellung wären, gar nicht unbedingt sehen würden, nämlich so, ob hinten auf dem Bild Etiketten angebracht sind, ob es Beschriftungen gibt. Sie können etwas über die Provenienz, also die Herkunftsgeschichte des Bildes erfahren oder eben hier den Literaturhinweisen folgen. Worauf wir aber ganz besonders stolz sind, das ist hier, dass jedes Bild eine Bildanalyse hat. Und da wir das mit allen Werken der Ausstellung Neue Schätze im MKDW gemacht haben, ersetzt das gewissermaßen auch den gedruckten Sammlungskatalog. Sie können aber nicht nur die Sammlungswerke der jetzigen Ausstellung online sehen, sondern wir arbeiten daran, Ihnen nach und nach die Werke unserer gesamten Sammlung zeigen zu wollen. Und um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, warum wir dies tun, möchte ich Sie gerne einladen, mit mir einmal ins Depot zu kommen. Kommen Sie einmal mit. Wir sind darum bemüht, Ihnen ein abwechslungsreiches Ausstellungsprogramm zu bieten. Das bedeutet, dass die Exponate in der Ausstellung ständig wechseln und die Werke, die gerade nicht in der Ausstellung zu finden sind, die sind hier im Depot und sind nur von uns vom MKDW auffindbar. Das soll sich in Zukunft ändern. Wir möchten gerne unsere Sammlung für alle auffindbar machen, für Studenten, für Wissenschaftler, aber für alle Interessierten auch. Und so können diese Werke, obwohl sie gerade hier bei uns im Depot ruhen, Forschungsgegenstand werden, aber auch Inspiration und Freude. Sie können in unserem Sammlung-Online-Katalog frei suchen. Sie können einen Künstler eingeben, Sie können ein Werk eingeben oder ein Stichwort. Aber wir haben Ihnen auch bestimmte Bereiche gewissermaßen vorgeschlagen. Also Sie können zum Beispiel sich einmal die Rubriken Deutschland, Dänemark, Niederlande und Norwegen anschauen. Das sind Bereiche, die unserem Sammlungskonzept folgen. Und da können Sie einfach mal durchschauen, was wir in diesen Bereichen so zu bieten haben, was schon online ist. Oder Sie gucken einfach mal, welche Werke aus unserer Sammlung gerade auf Reisen sind, weil sie in anderen Museen ausgestellt werden. Es ist so, dass wir im Moment etwa 180 Werke online zur Verfügung gestellt haben. Und es sollen natürlich noch viele, viele weitere folgen. Also wir haben eine Sammlung von rund 900 Werken und da haben wir noch einiges zu tun und freuen uns sehr, das mit Ihnen auch zu teilen. Klicken Sie sich also mal durch und wir freuen uns sehr, mit Ihnen über unsere Sammlung ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank.